Ja, natürlich. Ich bin Connor. Alter, wie ich hier gerade den abgemetzelt habe. Ey, so muss Assassin's Creed 3 sein, meine Freunde. So, jetzt muss ich nur noch gucken, wo es hier irgendwie solche Dingzettel gibt, damit ich die abreißen kann, weil ich habe jetzt keine Lust auf solche scheiß Konfrontationen. Und da vorne am Baum ist ja schon eine. Deswegen gehen wir da mal hin und reißen das gute Papierchen mal ab, ne? So, hier, zack. Weg damit. Sehr schön. So, hier vorne haben wir noch irgendwie so ein, wie sagt man? Herold. Herold, genau. Das waren Herolde. Ja, ne, Pedobär. Sie sind jetzt inkognito. So, jetzt habe ich den Bogen raus, meine Freunde. Damals habe ich mich ja immer aufgeregt, wenn ich schon in der zweiten Stufe oder so ein Mist war. Mittlerweile ist das ja ganz easy. Man muss immer nur gucken, wo solche Wanted-Zettel sind. Pipapo. Und irgendwie juckt meine Nase heute so, ey. Boah. Und nein, Crack habe ich nicht durchgezogen. What the fuck? A Lightning. Alter, was war das, ey? Also man sieht schon, seitdem ich meine Assassin's Creed beendet habe, ist die Anvil Next Engine ziemlich gut am Start. Könnt ihr mir helfen? Ja, komm, dann helfe ich dir auch noch. Doch, den Herren sei Dank. Ich habe meine wir haben ja noch genügend Zeit. Dieser Hummerbockel mich angriffen. Ich will nur meine Waren hier im Viertel verkaufen. Doch, bitte. Yeah. Sie riefen Verstärkung, als ich mich wehrte. Ich muss die Ernte beenden und ich kann sie nicht allein zurückschlagen. Ja, ich helfe dir ja schon. Ich meine, ich bin Connor, ich mache das sehr gerne. So, wir nehmen aber die Tomahawk. Mit der Tomahawk gehe ich momentan eigentlich am besten um. Wo bist du, Kerle? Wo ist er? Wo ist er? Da! Ah! Ich sehe nicht. Da. Ey, ich hab das nicht sehen. Boah. Ey. Ah. Assassinenkumpel und so. Wo ist mein Assassinenkumpel? Ach da, cool, danke. So, und jetzt? Ach, da ist auch noch einer. Oh, der verreckt wieder. So, den haben wir auch gleich wieder. Pipapo. So. Kommt mein Typ alleine klar, oder? Ne, der verreckt bestimmt wieder. Diese Männer haben alles konfisziert und okay. Halten die Preise hoch. Tüdelü. So, jetzt müsste ich eigentlich nochmal so einen Scheißteil finden. Denn hier, jetzt kommt da quasi die Stadt. Und in der Stadt, da sind die Leute, beziehungsweise die Wachen, öfters zu finden als, naja, ihr wisst schon. Aber wir bestechen jetzt einfach den Typen und schon sind wir wieder inkognito. Jetzt kann ich ihn aber, glaube ich, auf, bestehlen. Kann ich dich auch, nee, schade. Ja gut, dann gehen wir einfach mal weiter zu unserem Missionsziel. Jetzt Spots Blitz nochmal. Jetzt bin ich schon so oft aufgehalten worden und habe immer noch nicht das Missionsziel-Teil hier gemacht. Dann machen wir das halt jetzt, ne, Leute. Wir haben genügend Zeit. Ui, was ist das? Ja. Tag der Evakuierung. Mission starten. Ach so, und wieder eine Schiffsmission, ne? Amerika braucht eure Dienste nicht. Schickt sie nach England, im Sarg! Ach du Scheiße. Da fliegt der Teil. Haha, daneben. Tod den Unterdrückern! Mach sie nieder! Ach, Connor hat immer nur da unten die Wunde, oder was? Ach, sind das so Sklavenverkäufer, oder? Scheinen so Sklavenverkäufer zu sein, ja. Habe ich jetzt schon wieder meine Mission beendet, oder was? Ach nee, ich glaube, Connor sieht jetzt hier so durch seine Missionsziel, was er noch alles tun könnte oder machen tut. Oder pipapo.
Also das Sklavenverkaufen damals war ja ein großer Renner, glaube ich mal. Und ja. Deswegen glaube ich mal, dass der Connor das irgendwie auch noch verhindern will oder was weiß ich. Naja, da halte ich ihn nicht auf, den guten Connor. Soll er ruhig machen. Es wäre aber schön, wenn ich dich noch öfter spielen kann, mein Junge. Ich meine, du bist mir richtig ins Herz gewachsen. Aber Ezio war besser, das muss ich schon sagen. Schreibt mal in die Kommentare, wen ihr besser fandet. Ezio, Altair oder Connor. Also meiner Meinung nach fand ich bisher Ezio am besten. Vom Outfit her bis hin zum Humor etc. Bei Brotherhood hat er echt die geilsten Klamotten angehabt, der Ezio. Finde ich jetzt. Das ist auch nicht schlecht, der Anzug, aber... Naja. Ja, naja, genau, das trifft es jetzt. So, was haben wir hier noch so? Boston. Jetzt müssen wir noch nach Boston gehen, mein lieber Scholli, ey. Was wir noch alles machen müssen. So. Geh mal durch hier. Wirklich nach Boston? Natürlich will ich nach Boston. Was mir auch mal interessieren würde, wäre, wo Haven eigentlich begraben worden ist. Ist er verbrannt worden und einfach so ins Meer geworfen worden oder was weiß ich. Würde mich auch mal interessieren, ne? Mich würde so viel interessieren. Was ist jetzt los? Hab ich was angestellt? Okay, ich geb's zu. Nein, ich geb nichts zu, aber warum hat das jetzt hier so... Irgendwas muss doch jetzt sein. Irgendetwas ist faul. Okay, alles läuft wieder. Ah. Der Code ist total gehackt. Hübsch gehackt, aber gehackt. Der Wurm hat 3 Pivots gefunden, die hätten wir also. Du musst die übrigen selbst von innen finden. Mit den 3 können wir den Rest triangulieren. Das habe ich sauber gehackt, wenn ich das mal so sagen darf. Jeder Pivot findet andere in der Nähe. Insgesamt sollten es 12 sein. Jeder, den du findest, sollte einen Hexwert liefern. Genau die brauchen wir. Wenn du alle hast, sequenzieren wir den Code, packen die Daten und aus die Maus. Tja, treib dich nicht so viel im revolutionären Amerika rum. Ich weiß, es ist verlockend. Wer hat da eigentlich gerade gesprochen, wenn ich fragen darf? Wer hat da gerade gesprochen? Hallo, Typ an Erde. Nee, musst du synchronisieren. So, ich habe 2 unserer Pivots gesetzt. Nicht leicht von hier aus, das kannst du mir glauben, aber sie sind da. Du siehst, wie die beiden einen Vergrabenen aktivieren. Oder so. Nimmst du den 3, den wir haben dazu, findest du den genauen Standort des Vergrabenen. Dann hol die Hexziffer und wieder von vorn. Wenn du die Chance hast, ich würde wahnsinnig gern Franklins Glasharmonika sehen. Nur als Hinweis. Viel Spaß. Also jetzt nochmal kurz zum Mitschreiben hier. Was soll ich machen? Ey, so schlau bin ich auch wieder nicht hier. Karte verbinden. Ach so! Ah, das ist hier zum Anmelden. Es hat jetzt hier nichts mehr mit der Story zu tun, oder? Scheint so, ja. Also, toll. Also mit Missionen habe ich jetzt eigentlich nicht viel am Start gehabt, ne? Ja gut, dann laufen wir jetzt so ein bisschen rum. Ich würde mal sagen, wir machen noch einfach so, weil sonst hätte ich ja hier in der Aufnahmesession überhaupt nichts zu tun gehabt. Ende. Ja, würde ich auch sagen, Ende hier, ne? Wir machen mal das Fort-Templer, ne? Das machen wir jetzt einfach mal. Damit ihr mal noch ein bisschen was sieht von Assassin's Creed, weil... meine Pflicht ist jetzt eigentlich schon getan, würde ich sagen. Ich habe das Spiel durch, stand ja auch dran, Ende. Und schade, ja. Am Ende kam jetzt immer so viel. Ich fand die Sequenzen, also Sequenz 11 und 12 sind ganz schön schnell zu Ende gegangen. Mal Sequenz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, die waren ja sau lang, finde ich jetzt mal. Aber na gut, jedes Spiel hat mal ein Ende, das müssen wir alle einsehen, ne? Ach, hier ist irgendwo so ein Artefakt oder wie das Scheißteil heißt. Da, meins. Haha, habe ich es doch noch bekommen. Da, jetzt können wir auch mal die geile Engine von Assassin's Creed ausprobieren.
Bei einer Flucht zum Beispiel, zack, können wir hier durch. Pipapo, und können hier wieder raus. Tada! Also das geht seit Assassin's Creed 3. Habe ich leider noch nie benutzen dürfen in einer Mission oder so, finde ich etwas schade. Es gibt es auch ziemlich selten, wie ich finde. Aber dennoch, wir haben es mal ausprobieren dürfen. Und so muss das auch sein, ne? Und hier wird nochmal so ein Megaschiff gebaut, ey, mein lieber Scholli. Yo! Scheiße, jetzt ist Connor nass, verdammt nochmal. Aber hier haben wir, glaubt, den Charles Lee beinahe umbringen können. Mein Mann, ey. Dass wir das nicht durchgezogen haben, ey. War schon ein bisschen traurig. Ich meine, Connor hat einen Pfahl durchgehabt, ne? Jetzt schaut da zwar wieder in Ordnung aus, aber es scheint da keinen zu interessieren. Mann, du heißt aber schnell, bist du ein Vampir oder so? Meld dich mal bei Edward, der sucht immer schwulen Kumpels. Nein, nichts gegen Twilight-Fans, ne? Meine Mama schaut selber. Ich muss ja auch zugeben, manchmal muss ich selber mit anschauen. Weil eigentlich bin ich gerade unten am Fernseher so, ne? Weil wir haben ja so viele Fernseher. Also unten im Wohnzimmer ist einer. Im Esszimmer ist einer. Im Schlafzimmer von meinen Eltern ist einer. Im Büro ist einer. Und warum kämpft ihr gerade? Trifft sich gut, dann kann ich gleich mitmachen. Ey, scheiße. Ach, ich habe hier mehrere Gegner. Ja gut, dann mache ich euch alle kalt, ne? Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich mache hier gern jeden kalt. Kommt da eigentlich noch mehr? Oh. Hi. Haha. Ah, schlag mich nicht. Du Potsau. So, das kann ich nämlich auch hier, ne? Ist aber nicht so frech, Alter. So, du hast nicht viel gehabt, komischerweise. Dann gehen wir einfach mal hier unten durch, ne? Weil hier unten ist eigentlich nichts los. Oho, doch, hier unten ist was los. Scheint eine wichtige Sache zu sein, weil hier unten im Vor ist nämlich so ein Schlossknackteil. Mal gucken, ob wir das knacken können. Boah. Ich bin gerade ganz ruhig. Aber irgendwie will er jetzt auch nicht mehr, ne? Im Kreis drehen, um den richtigen Winkel zu finden. Ja, so muss das sein. Kommst du mal schneller? Sehr schön. Naja, lief auf jeden Fall wesentlich... What the fuck? 7500? Ey, jetzt könnte ich mir ein Offiziersschwert holen. Ich könnte mir mehr holen. Ich könnte mir noch viel mehr holen. Ich könnte mir 30 Frauen noch dazu kaufen. Oh, haben wir irgendjemanden? Oh ja. Tun wir erstmal nachladen, ne? Als würde uns der Depp hier vorne nicht sehen. Tut auch nicht, Gott sei Dank. So, hier, bumm, ne? Oh, oh. Oh, oh. Wer ich? Also, ich mach doch nichts. Okay, wir kämpfen, Attacke! Oh. Ich mach euch alle kalt. Ich mach die komplette Armee kalt von mir aus. Nix, hä? Ey, wie easy sind denn die Leute hier? Ich habe damals mit meinem Kumpel das Zeug hier halt gespielt gehabt, ne? Und nix war. Der hat es nicht geschafft. Der hat's ums Verrecken, hatte dieses Scheiß vor nicht einnehmen können oder wie man hier macht. Nein, nicht und Angst. Niemals. Ja, sei du mein Mann und stirb. So, das war einfach. Und da kommen noch ein paar Bimbos. Ja, warte mal. Ich habe nur gerade den Offizier auseinandergenommen. Ne? Ich hoffe, das stört dich nicht. So, jetzt pass mal auf, mein Freund. Ne? Weil ich ja nett zu... Ach, das war ja einfach, ey. Das Vor war ja mega einfach, ey. Das gibt's doch nicht.
Sind Templar Force so einfach? Hätte ich nie im Leben gedacht, ey. Ja. Jetzt machen wir erstmal das Teil hier. Ich glaube, hier sind Sklaven oder sowas drin, oder? Entzünden. Voll. Ja, jetzt würde ich aber abhauen hier. Oder nein, bleib stehen. Ja, komm. Nein, Mann, Scherz. Oh! Fire in the hole! Kaboom! So, wen soll ich jetzt so umbringen? Achso, ich soll die Fahne noch runterholen. Okay. Dann holen wir noch die Fahne runter und dann gehört das Vorklapp uns. Da kommt ein Assassin-Ding hoch, oder wie schaut's aus? Was kommt dahin? Sag mir das, Connor. Ja. Ach, die amerikanische Revolutionsflagge, oder was das ist. So. Ich hätte gedacht, da kommt so ein Assassin-Symbol hoch, aber wie scheint doch nicht. Tja, dann haut mal ab. Scheiß Rotröcke. Warum tut er die nicht steinigen? Ich hätte die mit Stein abgeworfen bis zum geht nicht mehr. So, hier sind trotzdem noch irgendwie Gegner, ne? Fort Hill und so ist eingenommen. Nein, tue ich nicht. Ich bin, naja, das brauche ich ja nicht jedem zu erzählen, dass ich ein Assassine bin. So, meine lieben Freunde, mein Projekt von Assassin's Creed 3 ist beendet. Ich habe hier noch ein kleines extra Gameplay quasi gemacht und ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? Nächsten Projekt wird natürlich Far Cry 3 sein und wenn alle Parts von Assassin's Creed 3 rausgehauen sind, kommt sofort mein nächstes Projekt, was ich allerdings noch nicht sagen werde oder verraten werde. Ja, haut rein, Leute, ne? Und abonnieren nicht vergessen, es lohnt sich.